Hallo liebe Pusteblumenkinder, ich grüße euch hier aus dem Büro heute, der Benjamin und die Brigitte. Hallo. Also, wie ihr seht, sitzen wir hier im Büro und haben immer noch genug zu tun. Schaut, hier liegen jede Menge Sachen rum, der Computer läuft noch, wie er soll, und das Telefon klingelt auch immer wieder. Und heute haben wir uns überlegt, wie wir in Zukunft weiterarbeiten wollen, was ganz wichtig ist. Und die Brigitte hat gerade wichtige Unterlagen umgedreht, weil ihr wisst ja, Datenschutz ist auch ganz wichtig. Ihr fragt euch bestimmt, was machen denn die Erzieher den ganzen Tag, wenn ihr gar nicht in der Einrichtung seid? Und ihr fragt euch vielleicht, warum wir überhaupt jetzt diesen YouTube-Kanal gemacht haben. Wir haben den jetzt eröffnet, einfach deswegen, weil wir euch vermissen und weil wir uns mal bei euch melden wollen. Und dass ihr den Kindergarten nicht ganz vergesst, weil ohne euch ist es hier total komisch. Hört mal. Brigitte, hörst du was? Nein, alles still. Es ist total ruhig ohne euch und ihr fehlt in dem Kindergarten riesig. Und wir freuen uns ganz sehr, wenn ihr wieder da seid. Die Zeit ist jetzt wichtig. Die ist wichtig, dass nicht so viele Menschen krank werden. Ihr als Kinder werdet es alles gut überstehen. Aber wir wollen auch endlich wieder mit euch spielen und mit euch Sachen entdecken und mit euch Abenteuer erleben. Und da freuen wir uns drauf. Wenn euch interessiert, was die Erzieher so machen, können wir ja einfach mal eine Runde durchs Haus gehen. Eine kleine Runde, okay? Na los, dann kommt mal mit. Ich muss aber ein bisschen leise sein, weil ganz wenige Kinder in der Notbetreuung, die machen jetzt gerade Pause. Also kommt mal mit. Schaut mal. Das ist neu. Das haben wir extra gekauft und das haben wir gleich rangebaut und die Chance genutzt, wenn ihr nicht da seid, dass ihr eine kleine Überraschung überlebt, wenn ihr wieder kommt. Wir gucken mal hier rein. Ah, schaut mal. Die Erzieher müssen jeden Baustein putzen. Jeden einzelnen Baustein, damit alles wieder ganz sauber ist, wenn ihr wieder zurückkommt. Und dass nicht irgendwas von Corona hier hängen bleibt, sondern alles schön perfekt ist, wenn ihr wieder da seid. Wir gucken mal weiter. Ob wir vielleicht noch einen Erzieher in den Räumen finden. Die Kamera, die blendet übelst. Geht ein automatisches Licht an, habt ihr das schon gemerkt? Und wenn ich ins Helle gehe, geht das Licht wieder aus. Passt auf. Oh je. Hier. Seht ihr das? Die lachen nicht über euch. Die lachen, weil sie Freude an der Arbeit haben. Hier wird nämlich richtig viel genäht und gebastelt. Und die haben gar keine Ahnung, dass ich mit der Kamera reinkomme. Deshalb sind die alle ganz erschrocken. Schaut mal. Die Ulrike hat nämlich Mundschutz genäht, einen ganzen Stapel und die Ina ist da auch dabei. Nee, Ina, was machst du jetzt gerade? Kissen für die Kissenschlacht. Kissen zum Werfen und Schießen. Kissen zum Werfen und Schießen, müssen wir aufpassen, dass wir keins abbekommen, oder? Für die Kissen. Zurückwerfen. Ja, zurückwerfen, ja, ja. Bis bald. Bis bald. So. Jetzt geht gleich das Licht wieder an, passt auf. Und dann schauen wir mal nach unten. Oh. Jetzt sind wir im Gang vom Kindergarten. Und so ruhig, wie es gerade im Moment ist, war es hier noch nie. Das kann ich euch aber sagen. Schaut mal. Komm, wir laufen um die Wette. Jetzt gehen wir auf die Krippenetage zu den ganz Kleinen. Mal schauen, was da so los ist. Gucken wir mal rein. Ah, guck mal. Da sind nur zwei Kollegen, die machen gerade Pause. Genau. Wir machen Geburtstagspause. Und wisst ihr, die Martina, die hat nämlich heute Geburtstag gehabt. Und da können wir alle zusammen nochmal alles Gute wünschen, oder? Alles Gute, liebe Martina. Vielen Dank. Vielen Und Dank. Ich finde, du siehst ja, sie sieht richtig gut aus an ihrem Geburtstag, oder? Ziemlich jung. So. Und dann schauen wir mal weiter. Könnt ihr mal kurz aufschließen? Ich habe meinen Schlüssel nämlich vergessen.
Guck mal, die Martina macht auf. Und ich leih mir mal den Schlüssel von der Martina aus. Das ist meiner Zimmer. So, schaut mal. Wie sieht's denn hier aus? Oh, weh. Wir haben nämlich die Chance gleich mal genutzt, wenn die Kinder nicht da sind, und die Erzieher haben hier für euch gestrichen. Es ist aber noch nicht fertig. Schaut, hier steht die Eimer noch rum und dann wurde alles ganz genau abgeklebt. Und hier sind noch die ganzen Farben. Und hier oben wurde alles vorbereitet. Also, die haben sich schon ganz schön Mühe gemacht. Und wir schauen noch mal ins letzte Zimmer rein. Ganz kleinen Moment. Jetzt muss ich von innen aufschließen. So. Und dann könnt ihr sehen, was hier noch so anders ist. Schaut mal, hier sind die Ostergeschenke vorbereitet. Und hier hinten, die Bälle aus dem Bällchenbad. Da wurde jeder einzelne Ball sauber gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen, was das für eine Arbeit war? Aber das muss gemacht werden, dass wieder alles sauber ist, wenn ihr kommt. Und hier ist das Zimmer schon wieder richtig gut eingeräumt. Da freue ich mich. Die Erzieher haben nämlich die Schränke auch neu gestrichen. Hier. Und auch dort drüben ist alles wieder eingeräumt. Das sah ja letzte Woche noch richtig schlimm aus. Da war nämlich alles ausgepackt. Und alles hier im Zimmer verstreut, weil die Kollegen alles sauber gemacht haben. So. Aber ich will euch jetzt auch nicht langweilen. Ich setze mich jetzt nochmal hier hin. Und dann wünsche ich euch schon mal jetzt ein ganz schönes Osterfest mit euren Familien. Habt ihr eine gute Zeit. Wir freuen uns riesig, wenn ihr wieder da seid. Und haben richtige Lust, mit euch was zu machen. Vergesst uns nicht, wir vergessen euch auf keinen Fall. Und ich grüße euch ganz lieb. Ich wünsche euch gesegnete Ostern. Und nicht vergessen, Hände waschen regelmäßig. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin könnt ihr unsere Videos angucken. Der André und Robert haben sich getraut. Und ich habe zusammen mit meinem Sohn, dem Finn, das ist ein Profi vor der Kamera, noch ein kleines Video für euch. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und unsere Ostergrüße sehen. Und vor allen Dingen die Geschichte von Jesus. Was er zu Ostern getan hat und an was wir da denken wollen. Also, bis bald. Ciao. Klatscht ein.